Wetterloch säumst, wenn du früh morgens hier gegen 5.30 Uhr aufschlägst, ja, noch die Nebelschwaden durchwabern. Ich schicke das, Kopfbedeckung immer gern genommen. also ich habe das bereits vor vielen Jahren aufgegeben, mir die richtige Kleidung für Solms mitzunehmen, weil ich festgestellt habe, dann kommt es eh anders. So, von daher habe ich einfach Solms immer kurze Hose, dann friert man den ganzen Tag und später wird man auch noch nass von oben. Ah, daher kommt das Begriff, der Begriff Eisbein. Ja, genau. Also hauptsächlich, also die meisten von uns moderieren ja auch ohne Hose. Das Schlimme ist, das stimmt auch noch. Ja, es gibt da tatsächlich, also beim Dingel gab es davon irgendwann manche Live-Aufnahmen, meine ich noch. So. Aber das war auch in den 90ern, schätze ich. Das war auch in den 90ern, kurz nach dem Krieg. So, Kompanie 91, ab geht's, Fanta schnappen. Du magst nicht? Fanta gibt's nicht. Aber vielleicht hätte ich gerne Fanta. So. Ja, man sieht also, du hast das Management noch nicht so richtig im Griff, ja? Nee, andersrum. Wir können gerade sagen. So, komm, wen haben wir jetzt hier? Sehen wir hier den Maulau. Das ist also auf jeden Fall Breakout, was hier auf dem Platz steht. Rain of Fire gegen Braindead. Und haben wir noch die Teamsheets? Ja, Braindead. Ich bin Braindead, ich bin hier bestens vorbereitet. Ey, guck mal hier, ne? Angeblich wollte Mike nur eine rauchen und jetzt stellt sich raus, der ist jetzt gerade hier unterwegs. Raucht halt eine große. Muss jetzt noch... Ah, ist klar. Super. Ja, da ist noch ein Kind. Ja, Sparversion hier wieder. Ja, komm, zieh auf. Dann ist es nicht schlimm. Breakout Spa und Brainstead. Was haben wir noch? Brainstead. Da gab es mal ein prima Album. Da war so ein Sample drin. Brains and Overkill. Brainstead and Amstead. Ja, genau. Rain of Fire haben wir auch noch. Haben wir sogar doppelt augenscheinlich. Ja, super. So, alles doppelt hier. Ja, Rain of Fire und offenbar Brain. Fast Deadly. Hast du die schon? Okay. Irgendwo haben wir hier alles. Ja, jetzt haben wir alles. Offenbach, Fast and Deadly, da gibt es ja eine interessante Personalie. Welche? Der Herr Dr. Loga, hat ja das Land verlassen, wie wir alle wissen. Der ist in die Schweiz. Was? Ist er nicht, keine Ahnung. Ich dachte, er ist nach Australien. Ich bin da nicht im Bilde. Ja, ja. Aber hatte der nicht auch irgendwie noch in der Schweiz? Es gab doch immer einen Schweizer Ableger. Gerüchten zufolge wollte der eigentlich zu jedem Spieltag hier einreisen. Von Australien aus. Das Problem ist ja nicht hier einzureisen, Problem ist danach wieder in Australien reinzukommen. Das ist richtig. Ja, wer schon mal in Australien an der Border Control stand, weiß, dass das ein Paintball-Flüchtling ist. Als Paintball-Flüchtling. Ja, genau. Genau darauf wartet Australien auf finanzschwache Paintballer. Wir driften ab. Ja. So. Wen sehen wir denn zuerst? Das müsstest du Rain hier of Fire gegen Braindead Amstetten. So. Was? Bla bla bla. Braindead Amstetten. Hier auch nochmal jemand drücken? Lukas? Ja, genau. Wir haben ja auch liegen das Paintball Sports Magazin. Cool. Das habe ich übrigens, ich glaube, ich habe da eine Anzeige drin vom PB Hub hier, dem besten Paintball Forum der Welt. Habe aber das Magazin noch gar nicht gesehen. Ja, lass uns doch ganz kurz über Kill and Grill sprechen. Guck mal, hier ist dein Auto drin. Ja, den Kill and Grill können wir schon. Guck mal, hier ist dein Auto. Schlage ich direkt auf. Da sehe ich direkt das Auto vom Butch hier auf der Seite. Ja, da oben. Der englische Kindersarg. Ja, das Einsatzfahrzeug. Das Einsatzfahrzeug. Ja, schickes Magazin. Es gibt auf jeden Fall wieder ein Paintball-Print-Magazin. Ich weiß gar nicht, man kriegt es wahrscheinlich bei Paintball Sports selber, würde ich behaupten. Ja, vermutlich einfach Mail schreiben, genau, eine CO2-Kapsel kaufen. Oder DPL-Fanshop, im DPL-Fanshop zu jedem Artikel hören wir hier gerade. Ihr braucht also bloß bei der DPL irgendwelche Software kaufen. Ja, ich bekomme gerade von der Regie hier reingereicht, dass es auch im DPL-Fanshop zu ordern gibt. Ja, also einfach T-Shirt bestellen, kriegt da mit dabei gelegt. Genau, gibt was zu lesen mit dabei. Seid da vorne mit dabei. Also ihr müsst euch nicht den Weg in den Bahnhofsbuchhandel machen, ja, sondern einfach... Für die noch wissen, was ein Bahnhofsbuchhandel ist. Für alle, die wissen, was ein Bahnhof ist. Ja, genau. Bei Paintball Sports eine Planet Eclipse Knarre kaufen. Die werden da drin. Ich habe gehört, Planet Eclipse Knarren werden in der Zeitung eingewickelt. Na, nee, bei PE Knarren gibt es sogar zwei. Zwei Zeitungen dabei. Ja, eine fürs Klo und eine für die Arbeit. Ja, okay. Ja, das kennen wir, ne? Von Haus aus immer ganz gut, immer von Haus aus gut ausgestattet. Toilettenlektüre ist total unterbewertet. Von dem her, da müssen wir mal ein bisschen pushen jetzt. So, aber nichtsdestotrotz kriegt ihr jetzt einen neuen Gast gleich. Die Regie hat es mir gerade durchgesagt. Ich weiß, ich habe jetzt den Namen nicht verstanden. Ob die Regie mir da nochmal eine Info gibt. Es kommt Sven, jemand Sven hoch. Sven kommt mit irgendjemandem hier hoch. Genau. Der Sven wird schon wissen, wie er damit keine Ahnung. Vielleicht hat er auch eine Maske auf. Der Sven ist gut. Das ist hier diese Rate den Star oder irgendwie sowas. Genau. Also ich werde dann schon mal auf den Weg gehen. Ja, dann ganz, ganz lieben Dank. Bitte, ja, bitte. Vielen Dank. Bis nachher. Bis gleich. Bis nachher. Auf jeden Fall nachher Mercs gegen...
Daltons. Der reine Wahrscheinlichkeit halber müssten danach auch die Preds drin sein. Das heißt, ich bin dann auch nochmal raus. Fest. So, hier haben wir auf jeden Fall, seht ihr hier schon mal Rain of Fire in ihrer Base stehen, den Amos Brayfogle hier, der dieses Jahr für Roth spielt, letztes Jahr noch für die Preds unterwegs gewesen. Daneben steht der Ruben Sputek, für den gilt das Gleiche, auch letztes Jahr noch bei den Preds unterwegs gewesen. Ich habe gerade nicht zugehört, Entschuldigung nochmal. Ja, halb so wild. Rain of Fire sehen wir hier unten. Ich hatte gerade den Amos und den Ruben hier gesehen, die jetzt dieses Jahr für Rain of Fire spielen, letztes Jahr noch bei den Preds gewesen, zusammen mit dem Matze Schäbler. Das heißt tatsächlich Roth aktuell mit drei Preds, drei ehemaligen Preds-Spielern wieder am Start. Was? Braindead Amstetten starten von rechts. Roth bisher nicht so ein Glück gehabt. Und da geht's los. Hier wird schon gecheckt und genau, zack. Da gibt's den ersten Eliminate für Roth auf der T-Pack-Seite. Für Braindead sieht es gut aus. Roth verliert hier zweiten, dritten, vierten Spieler. Meine Güte. Als letztes geht da, glaube ich, der Amos vom Feld. Das war jetzt auf jeden Fall ein Fieldstart. Ne, Entschuldigung, der miese Deadbox-Polonaise hier bei Rain of Fire. Im wahrsten Sinne des Wortes, die sind wahrscheinlich, sind die anderen drei Spieler gerade im Ausgang verkeilt. So schnell wie die wir das Feld verlassen müssen. Los, die Deadbox-Polonaise. So, und deswegen weißt du jetzt auch, warum der Disco so eine lange Zigarette geraucht hat, weil der direkt wusste, er ist danach im Block dran, ich brauche nicht wiederkommen. Das war, glaube ich, eine Extremsport-Zigarette. Ist eine Extremsport-Zigarette, ja, genau. Extremsport-Zigaretten sind tatsächlich auch völlig unterbewertet. Völlig unterbewertet. So, Dimi Fritzler sehen wir hier. Fast and Deadly von rechts gegen... Ja, Breakout, Spa, die hier mit einem absoluten Bombenkader antreten. Da sehen wir schon mit der 7, Leonid Smotrov, der Lau, Axel Knauf, der Axel. Maulau. Ich weiß nicht, wer jetzt Axel angeblich noch verletzungsgeschwächt. Aber Axel auf jeden Fall auf dem Feld. Ich glaube, außen ist der Manu, der hier auf T-Pack spielt. Und der Mau geht bis in die Snake und kommt auch an. Und kommt an, oder was? Ja, also wie gesagt, Breakout, das Spiel, das Feld auch bis zum Erbrechen trainiert. Wir waren auch ein paar Mal oben in der Breakout Arena zum Training mit den Jungs, die sind auf jeden Fall fit auf dem Layout und haben auch auf jeden Fall immer noch hier die Meister-Avancen. Mhm. Breakout Spa hat es noch voll in der Hand, ein paar andere Teams vielleicht nicht mehr so sehr jetzt. Und das sieht auch einfach stabil aus, auch wenn hier, wer ist es da, es ist der Leonid, glaube ich, Smodrov, auch von Russian Legion aktuell, der hier das Feld verlässt. So, und da richtig schöner Gunfight hier aus dem T-Pack raus vom, ich schätze, es ist der Manuel Butkenbach vom Breakout. Mau ist super konzentriert hier unten, spielt Longline die Snake runter, hindert einfach nur die beiden Jungs hier an der Snake weiterzukommen, geht selber jetzt noch weiter auf die Snake 50 und wird jetzt versuchen, den Schuss auf den Center zu haben. Genau den sucht er da, den kann er nämlich innen raus haben. Jetzt weiß der Mau, dass vor ihm die Snake geladen ist. Der Das wird jetzt ausgetauscht. Ja, ja, ja. Beide Spots für Mau jetzt auch eigentlich weg. Macht jetzt auch keinen Sinn mehr, den letzten Spieler da zu wasten. Ja, aber okay. Ich glaube, das könnte personell auch das Problem bei Fast and Deadly sein. Ich glaube, die haben manchmal auch keinen Coach dabei. Kann das sein? Okay. Manchmal mag mich täuschen, aber... Das ist eigentlich schon interessant, ne? Dass die Jungs dann trotzdem so beißen und dann halt auch so, ich sag mal, in personeller Minterbesetzung dann hier trotzdem hier antreten. Ja, aber wie gesagt, also absolut stabiler Punkt für Breakout. Der Nick Rippel hier, der hier taucht, wie gesagt... aus der Erfahrung, die hier auf dem Feld steht, da kannst du halt Bücher drucken. Das ist schon ein stabiler Kader, der sicherlich auch in der NXL Europe ganz gut mithalten kann. Ist nicht einfach jetzt für Fast and Deadly, dem da was entgegenzusetzen, behaupte ich. Aber, was wir halt wissen, Fast and Deadly war die laufende Saison und auch in den letzten Saisons immer gut dafür ausgerechnet, so dem Meisteraspiranten richtige Schwierigkeiten zu bereiten. Ja. Ja. Wir hören gerade aus der Regie, die Votings sind online. Ihr könnt jetzt zu Hause jetzt hier wieder mitvoten. Checkt das mal aus, DPL online natürlich. Also den wollt ihr den Mischa mit oder ohne Hose? Genau, wollt ihr mich mit oder ohne Hose? So, jetzt sieht der Breakout hier für Braindead einen Ticken schlecht aus als gerade eben. Braindead heißt, mal einen Spieler verloren. Einen Pussy kassiert. Ja, und versuchen auch trotzdem auf den Noritos halt richtig Druck zu machen, richtig aufzumachen. Das scheint auch zu glücken. Der Kollege schießt dann halt einen Kollegen aus dem kleinen Tempel raus und versucht dann schön weiter jetzt die Line zu halten. Geht jetzt nochmal cross, um vielleicht hier nochmal ein oder andere Pack zu erwischen. Die Frage ist halt jetzt, nee, und das kann er nämlich eben nicht, obwohl es noch ein schöner Trade war, also wie viel Roth jetzt hier aus der Snake 50 mitnehmen konnte, war halt jetzt ein Trade, war jetzt nicht so mega effektiv, war aber eigentlich gut rausgespielt und jetzt scheint es aber auch so, da hat er sich sloppy abnaschen lassen.
Wer ist das hier, die Nummer 25 von Rain of Fire? Ich glaube, die haben sich gegenseitig nicht auf dem Schirm, oder? Die Doritos? Nicht so richtig jetzt gerade, glaube ich. Ich glaube, da hast du recht. Das ist hier der Jason Burns. Ist es wirklich der Jason Burns? Das ist doch der Sohn. Von Monty Burns. Ja, von Monty Burns. Scalpwax. Nein, ist es wirklich Jason Burns? Also ich behaupte, das würde ich da muss ich nur spielen sehen. Okay, er hat ihn jetzt geschossen. Pech gehabt. Ist ihm da direkt in die Kanone gelaufen. Und jetzt haben wir hier ein sauberes 2 gegen 1. Richtig. Und das sieht mir schwer nach einem Anschlusspunkt aus für die Jungs aus dem Fränkischen. Korrekt. Das wäre dann ein amerikanisch-fränkischer Junge, aber ich habe noch meine Zweifel, dass das ist. Ich wüsste allerdings auch nicht, wer es sonst sein soll. Lukas. So, gucken wir mal. Also ihr habt es hier. Nicht darum klettern. Rain of Fire, meiner Meinung nach alleine. Ja, das ist auch so. Oh, und da guckt er. Bitte, er kassiert jetzt doch eine Strafe. Genau. Und das heißt, die Jungs haben sich gerade. Nee, hat die Strafe noch gezogen. Das heißt, die gehen schon 5 gegen 5, aber halt echt sloppy den Punkt weggegeben. Unnötig. Ja, der Dingwheel hier für Brandon Amstetten macht den Punkt. Ja, dieses Mal, wie gesagt, Rain of Fire stabiler ausgesehen als im ersten Punkt, da wo auf jeden Fall innerhalb von Sekunden alles schief ging für sie. So, hier sehen wir auch ganz viel Stream. Der Stream steht so weit weg, ich halbblende, sehe gar nichts, aber hier wird schon Go Breakout gechantet. Ja, also macht mal ein bisschen Lärm. ihr könnt, da unten seht ihr es jetzt auch, die Votings wieder, ihr könnt für euer Team voten. Ihr könnt auf jeden Fall den Livestream zu Hause teilen. Also setzt euch bei Facebook hin, teilt den Livestream. Make Paintball Great Again. Streut den Link dazu, guckt es euch selber an bei Facebook, bei YouTube, bei Twitch. Kommentiert, wir versuchen auch immer mal auf eure Kommentare da einzugehen und checkt aus, was jetzt alles noch so geboten ist. Alle Infos von Liga-Einstieg über das Paintball-Sports-Magazin, über den DPL-Fanshop. Liegt in eurer Hand. Wie gesagt, ihr seht jetzt hier unten schon die Votings. Steht 60-40 aktuell. Moment, stand da wirklich gerade 60-40 für Offenbach Fast and Deadly? Hat Breakout hier so wenig Fans in dem Stream? jetzt Breakout Spa 60-40. Also ohne jetzt Offenbach Fast and Deadly. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass die Leute Breakout Spa doch eher als den Favoriten hier sehen. Aber man soll Offenbacher nie unterschätzen. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden die Fall. Haben immer viel Verwandtschaft, die für sie voten kann. So, und mal gucken, was sie daraus machen können. So, die Refs haben sich nochmal zusammengefunden für ein kleines Ting hier auf der Feldmitte, um jetzt nochmal so ein bisschen die hohe Konzentration sicherzustellen, nochmal eine kleine Ansprache zu machen. Okay, Jungs, bleibt konzentriert, die Sonne kommt raus, es wird wahrscheinlich jetzt auch unangenehm vom Wetter her für die Refs, aber kann man nicht genug hoch genug anrechnen, was die Jungs hier für einen Job machen, das ganze Wochenende lang. So, einfach tolles Wetter und so. Der Jim ist hier, von den Luckys. Ich würde tatsächlich jetzt auch gleich mal, weil ich ja auch runter muss, mal an den Dixbus übergeben. Ja. Du bleibst ruhig noch eine Sekunde hier vielleicht. Ja, komm, Mischa, dann geh doch bitte. Ja, wir machen das mal. Ich übergebe mal hier an den Sven. Hello. Hi. Hi, Jim. How are you doing? I'm good. Yeah. I'm trying to translate some words for the German folks out there. So, and right now we're seeing the Offenbach Fast and Deadly against Breakout Spa. What's your favorite in this match? I think Breakout Spa for this match. Really? Yeah, I think so. Why? Because they're the best team. They're first in the league at the moment for a reason. Yeah. Okay. So, also der Jim sieht auch Breakout Spa halt hier dabei vorne. Hackt ruhig mal in den Stream rein, was ihr mehr möchtet. Möchtet ihr das komplett in Englisch haben? Soll ich es versuchen, ein bisschen zu übersetzen mit meinen hemdsärmeligen Skills? Lasst es mich ruhig wissen. Wir versuchen euch hier noch bei bester Laune zu halten. Ja? So, was haben wir jetzt hier gerade gesehen? Das Towel wurde geschmissen von Rain of Fire. Schon wieder. Das heißt, die Jungs Fast and Deadly. Aha. Sind wir in der Begegnung verrutscht? Na, vielen Dank, liebe Regie. Ihr wollt mich nur testen. Habe ich verstanden. Ja. Hey, Jim. We saw a pretty much tight match against Camaletta. It was indeed, yeah. Yeah. What was going on there? The first 3 points we played really bad. Oh, really? Yeah, it died out of our spots. And I thought it was part of your game plan. No. I was hoping we'd win 4-0. So. Okay. Yeah, they played really, really well the first few points, and we just weren't prepared for that. So I think
when we found our feet, we were able to come back. So we saw Kamenetja was 3-1 in the lead, and you made a comeback. Yes. So what happens there? We just changed our game plan slightly, so we focused more guns on the Dorito side because that's where they're playing more. Okay. And slowed that down, and that allowed us to push that side as well. I see. So in with 28 seconds left on the clock for the last point, you decided to have a draw instead of a win or a loss? So we decided if we'd shoot a guy on the break, then we would push for the win. Okay. If not, we would hold. And we didn't shoot anyone on the break, so we held. And is it kind of a regret right now? No, not really. I think. Okay. I think so it's better to go for this one point. Yeah, yeah. Instead, if you trying to break five guys crossing is really difficult. So if we don't kill a guy on the break, there's not a hole that we can kind of attack. Okay. Thank you very much. Very interesting to have an inside view in the teams. So wer haben wir hier? Wir haben hier Drain of Fire Nürnberg gegen Braindead. Und Braindead nach wie vor 2-0 vorne. Wir sehen aber nach wie vor noch ein halbwegs ausgeglichenes Spiel. Braindead macht jetzt nicht mehr so viel Druck. Sie sind natürlich auch 0-2 vorne, also 2-0 vorne. Müssen dementsprechend halt nicht mehr so hart pushen. So, Jim, what's your impression about the Braindead guys? I really like the Braindead guys. We played them at the first event. And we've also practiced them before. And they're really, really a good team. Didn't they come up from the Division 2 as well this year? I'm not really sure if they promoted last year for the first Bundesliga, but they are a good team. Yeah, they're quite aggressive. They like to attack, especially on the backside on this field. Yeah. So it looks like they're gaining control over here on the snake side. Yeah, they're going to go up 3-0 by the looks of it. Rain of Fire are also a really good team, though. What's the weak point on Rain of Fire, in your opinion? In my opinion, it's Sergei, the Russian player. Okay. Whichever way he plays, he's pretty solid. So if you can kind of bully him, yeah, I see. That's their danger. Just because he's so sneaky. Yeah. For Braindead, I think I'd look to slow down their Dorito side because they like to push that really hard. The snake on this field, you can kind of contain it a bit. If you get a player in the snake, you can slow them down. But on the Dorito side, it's quite hard. Yeah. You have to really know how to shut it down. So, dann haben wir schon den nächsten Punkt gesehen. 3-0 mittlerweile für Braindead Amstetten. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Je öfter ich das sage, umso falscher werde ich es aussprechen. Man möge mir dies nachsehen. So, und wir sind zurück auf dem Feld. Breakout Spa gegen Fast and Deadly. Und Fast and Deadly kann jetzt eigentlich all-in gehen, weil mit einem 0-2 hinten liegen, das dann gegen Breakout nochmal umzubiegen, mit einem Standard-Gameplan, ist eigentlich aussichtslos. Von dem her, ja, versuchen sie auch ein bisschen hier nach vorne in die 50s zu gehen. Der Mau auch vorne in den 50-Brick. Naja, nicht ganz 50, aber ich glaube, es ist gut zu sehen, was ich meine. Oh, and they catch a penalty, Fast and Deadly. I'm really sorry for that. It looks like Breakout did a good job of shooting on the break then. They killed the snake player, and that allowed them to come all the way down. And here we see the towel. That means 3-0 in the lead for Breakout Spa. Solid and impressive. That's the way they perform over here. So, Jim, do you think it's kind of a bit dangerous to speak about game plans online? I don't know about on here, because most of the people will be playing and not watching. Okay. 30 seconds. Do you mean for our game plans? Yeah, especially for today. Yeah, maybe a little bit, yeah. But I think on this field, you've got to be really aggressive. I mean, don't get me wrong, we are pretty much thankful to have an inside view into game plans, into how teams change their game plans during games under pressure, you know.
But it's, I can imagine it's slightly dangerous to talk about that live. Yeah, a little bit, yeah. Just in case anyone's watching or their wife is watching. And maybe somebody is texting right now to other teams. Hey, you need to watch out. They locked down the reader side. Be careful with that. Yeah, but, you know. Braindead are playing quite slow on the Dorito side now. So that usually they run further than that. Yeah, but they are 3-0 in the lead. Yeah. So there's absolutely no rush, no need. Hey, and Misha is back in business again. So it's pretty much slowly down. Yeah, I think Braindead have got this point. They've killed at least two of the Rainfire guys now. Yeah. It just looks like they're holding as well. Oh, and it looks like a penalty for Braindead. So we see, we saw a 1-for-1 over there, but they still have the better angles. They are sitting in the snake entrance and in the reader 3. That's what I can see from here. So yeah, I think that's it. So komm, mach mal ein bisschen Platz, Lukas. Vorsicht mit dem Kabel. So yes, I'm back for like one or two points. So because I heard we have unfinished business today, so we have to compete against each other the next block, if I'm right, yeah? So it's against Cologne Predators, okay. So yeah, let's focus on the gameplay. So I'm not sure, so Rain of Fire is not capitalizing on their players, which they brought over here, seems to be. I'm not sure if it's really Jason Burns playing number 25. Yeah, okay. That's Jason, I think. It's Jason, yeah. I wasn't sure at first. So Do you know Jason pretty much good? A little bit. From where? Just the NXL last year, really. Oh, right, okay. Yeah, probably. But he's not competing in the CPPS as well? No. No, okay. Not at the moment. Not currently, yeah. So, yeah, Braindead Amstetten, not a big surprise at the moment. So, 3 points in favor for them. So, that's... So, but help me now. What they are looking for? Just wasting time? Yeah. They can just hold now. Yeah, they can hold, so... They just Rain of Fire need to come to them. So yeah. So who's the one? I think this is actually Jason for Rain of Fire, which you see on the screen right now, and he's got shot. Oh my god! And this should be, this is pretty much. This is the next point. Yeah, this the coffin nail. Yeah. For this point, definitely. So seems to be Ruben Sputek has to leave the field. As the last player for Rain of Fire. So yeah, everything's looking like a mercy. Yeah. And there it is. So yeah, nice first attempt for Disco's boys over here. I think was their first game today. I think so. I'm not quite sure, but I think so. Yeah. So it looks like the Mofa has performed well. Mofa has performed well. Yeah, the moped. Yeah. 10 seconds. So I'm not sure. I haven't saw the other points between Breakout and Fast Neddy. I think there's no surprise either. No, it's not. Yeah. Maybe the match point we've seen right here. So Fast Neddy is coming out pretty much wide to the reader side, but... Risky move of Fast Neddy. He doesn't survive. Yeah, he's alive and he's entering almost Snake 50. So I'm not sure where's Maulau for Breakout. No, it's not Mau. It's Axel Knau for Breakout. Mau is going on the Rieger side, which is pretty much cool because he started the first 2 points, I think, on the snake side. Yes. And right now he's on the Dorito. Yeah, so he's a kind of versatile player as well, as I mentioned before for Bortnikov. So Mau is. Yeah, Jim. Mm-hmm. By the way, it's in Germany we say Großartig for that. Yeah. What's that? Großartig. That means awesome. Oh, awesome. Okay. Großartig. I think it's pretty much cool word to express that. Yeah. it's one of the few curse words that you don't. One of the not curse words you will learn in this language. So excuse me. Say it again. Großartig. Großartig. Perfect. Yeah. Perfect. Oh, doesn't look too good for Breakout. No, it's not a penalty. He's clean. Just entering the one-handed bandit after it. Yeah. I think. So yeah, it's a bit. Is it a 2-on-2? I think so. Oh.
Yeah, yeah, okay. That wasn't again. So, yeah. Hey, have a look over there. Yeah, you can't see him really, but it's Mo Berntsen back in game again. Yeah. At first I asked him why he's back. I thought something like that. Yeah, he this is the guy who's moving right now. He's looking like Mo. Yeah, it is Mo. I saw him. So, and I asked him why, and I have to say it in German. I asked him why he's here, late. And he said it in the famous German quote, Fachkräftemangel. So we got a lack in experience personal. Lack in experience personal. Experience stuff. So carry out the dead. They're almost dead. You need to open the covens again. Yeah. So yeah, so I'm. It's like 5 minutes, and I'm not sure yet, but probably we have to wait another 5 minutes for this point. I can watch one-on-ones for ages. Yeah, it's so really funny. So it's Axel over there. Axel is doing the one-on-one. Oh yeah, and Axel shot him. He's getting shot. Was it a trade? Yeah. It yeah. Was trade. That's not pretty much often. Holy. Shit, no point. But it's another point then. It's no point, yeah. It's still enough time left. Yeah. Yeah, but well, I mean it's good. Let's get some tension. I don't want to see another 2 minutes one-on-one or stuff like this. So would be nice, some quick gameplay, a few penalties. Yeah, but what really sad that they traded each other, and so there could be a chance at least for Fast and Deadly to reach a point. Probably, yeah. So I'm not sure what is the count right now. Yeah. So what's the count right now between Fast and Deadly Breakout? It's 3-0. It's 3-0 for Breakout. Ich weiß noch nicht, wann wir runtergehen. Wenn uns die Leute nicht mehr wollen. Ein bisschen Unterbrechung. Ja, ich schätze, du musst noch ein paar Sekunden aushalten, Butch hier oben, weil wir beide jetzt natürlich im nächsten Block hier verschwinden. Wie gesagt, Luckys and Preds have to play next block, so we will be away. But I'm pretty sure that Disco Mike will be back up here. Disco Mike will be back here, because here on the main stage. He doesn't have to shout too much because his team performed quite well. No. The Mofa was pretty much in good shape. I'm not hearing yelling right now. So. Wir haben nochmal einen Punkt zwischen Breakout und Fast and Deadly. Wie gesagt, ist die letzte Begegnung jetzt hier in diesem Block. Die andere ist bereits schon zu Ende gegangen, und zwar mit einem Mercy für Kamen Etcher, die sich das... wer hat denn jetzt gerade gemercied? Gemercied? Ja, jetzt gerade. Kamen Etcher hat gemercied. Kamen Etcher, genau. Oder? 20 Seconds. Das selber ist überlegen. So präsent. Wenn wir gleich nochmal den Count aus der letzten Begegnung bekommen. So, aber da sehen wir jetzt schon. Braindead. Mein Fehler, Braindead hat gewürzt. Siehst du? Ja, kurzer Hänger, zu wenig Kaffee. Okay, apropos, wie ist heute eigentlich das Codewort für zu wenig Kaffee? Not sure yet. Keine Ahnung, woran es liegt. Jim, did you ever heard about the code for today for a lack of coffee? No. No, not yet. A lack of coffee. Lack of coffee, it's always a lack of coffee. Okay, I would say coffee? Like. I'm okay, coffees. Thank you. Ja, okay. So, zwei wären schön. Ja, mit Milch. Zwei wären toll. Ja, das ist super. Der Regiesklave schenkt jetzt unten zwei Kaffee ein. Das ist wirklich der Hammer. Also wirklich die Performance hier. Ja. Das ist jetzt, leider hört ihr die Regie nicht, aber das war auch noch aus der Regie. Der Maschinenraum meldet gerade. Ja. Ja. Aber vielleicht, wie unangenehm. So, ja, hier habt ihr auf jeden Fall gerade mal Breakout mit ihrem wirklich wohlklingenden Kadernamen hier. Leonid Smodrov, Mo Berntsen, Nick Rippel, ehemals Syndicate, ehemals Kamen. Ja, Mo, wirklich Urgestein, offiziell dieses Jahr schon in Rente gegangen und dann doch wiedergekommen jetzt augenscheinlich. Weiß gar nicht. Also so wie er aussieht, trainiert er auch wieder. Ja, also kann halt nie so ganz aufhören. Okay, so we switch back to English. So, Fast and Deadly is entering Snake 1 over here, made it to Snake 2. It's the second time that Fast and Deadly is able to make a run from the middle of the field But I had the impression he was shooting at first, and then he's running to the snake. Yeah, but I'm still not aware how he could make it over there, like 10 seconds after the breakout finished. So that's definitely a failure by Breakout Spawn, not crossing him out over there. So, and then as well, there's no player. So the first player is shot here for Fast and Deadly on the snake corner.
But it looks to me that the breakout guys... Oh, yeah, yeah, this next one shot here in the snake. Yeah. They are not really pushing now. They are just... They don't have to. To be honest, they don't have to. So it's okay what Fast and Deadly is doing over here. It's just, I would say, to be fair, it's lack of skill compared to Breakout. Did you realize Jim is speechless about the performance right now? So I'm pretty sure you will be asked before, Jim. So how do you like DPL over here? I love it. You love it? Yeah, so we were quite unaware of you guys. First day, we thought you were keep on struggling, and then second day, you came out swinging. Yeah, yeah. we made it hard for ourselves the first day, for sure. Yeah, so we are happy if you like it. So yeah, it's really good. It's a slightly different format to how we play in England. Okay. With the series, so there's no semi-finals, finals, etc. But we really like that we know who we're going to play. Yeah, it's how cool. Many games we're going to play. We love it to have you guys over here. So absolutely. And I talked earlier to Butch about the scene in the UK, which has in the last years it's always also slowed a bit down for the massively. UK, which was like 20 years one of the four leader countries for European paintball, I would say. We just can have a kind of a speculation about the reasons for, but let's have an inside view on that. The main reason was everyone retired, so the old teams, sort of the dominant teams like Shockwave, Nexus, Disruption, those teams, all the players just decided to stop playing. So, so it's sadly pretty much the same for Germany. So all the well-known names. Kind of a generation exchange happens right now. People settle down, they get married, they have children. There's not too much generation to change in, I would say. So we have a lack of people coming from the lower leagues. Yeah. So making stepping upwards. So same for Germany, I would say. So it's a bit slowing down. It's not worse, but we all have to stick more together and focus on bringing you guys into the sport. Yeah, definitely. For UK, the same. Yeah, in England, there's a lot of teams play sort of like not.